verbrannte Pakete heute in Berlin. Eine Frage in der Fachzeitschrift Fußball jetzt. Wir sind erstmal sehr stolz, dass der Verband der Pakete heute in Berlin da ist und auch Flagge zeigt für die Busunternehmer hier. Wie ist Ihre Meinung zu dem heutigen Tag in Berlin? Was erhoffen Sie sich heute in Berlin? Also für uns ist unheimlich wichtig, natürlich Flagge zu zeigen, dass, was Sie schon gesagt haben, einfach aus dem Grunde, dass die Paketer und die Busbranche als solches so eng zusammenarbeitet und dass wir natürlich nur damit zeigen können, dass wir auch komplett hinter der Busbranche und den einzelnen Unternehmen als solches stehen. Wir sehen 4000 Einzelbetriebe in Deutschland von Busunternehmerseite her. Es wird vielleicht nur ein Bruchteil da sein. Wir haben aber zum Beispiel in München festgestellt, da haben sich 50 Busse getroffen und 3 Stunden später hat Minister Aiwanger schon entschieden, dass ab 30. Mai wieder gefahren werden darf. Meinen Sie, dass da heute in Berlin auch gleich ein Rücken passiert? Wir gehen davon aus, dass mit dieser Aktion sicherlich einige ins Nachdenken kommen werden. Und natürlich auch, dass noch intensiver besprochen wird. Selbst der VPR hat ein Positionspapier veröffentlicht und an die Minister geschickt, wo natürlich auch für die Paketer genau das Gleiche gefordert wird, weil da ist ein Stillstand und der Kurzarbeit natürlich genauso immens wie bei den einzelnen Busunternehmen. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg in Berlin. Ich freue mich auch, dass der VPR mit so einem schönen Bus da ist. Wir sind dabei, Herr Brandenburg, und wir freuen uns. Danke. Herzlichen Dank.